Nasen bluten. Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk Bioshock Infinite. So, wir sind jetzt zurück. Für euch ist es sozusagen die nächste Folge. Für mich war es jetzt fast 3 Wochen krank sein. Fällt eigentlich nicht so auf, aber ich habe noch einen leichten Husten. Immer noch. Und, jetzt bin ich selbst an überlegen, was wir gerade hier gemacht haben. Nee, Waffen können wir nicht nehmen. So war das. Okay. Ja. Wir sind, glaube ich, da rausgekommen. Das heißt, wir müssen da raus. wir müssen, glaube ich, irgendwas finden. Oder so. Oh. Ich zerquetsch dich wie ein Insekt. Zwing ihn da raus! Will jemand mit uns kämpfen oder was? Schon wieder. Tot. Okay. Ich weiß, hinterrücks tut man sowas nicht. Aber trotzdem. So, nochmal. Da oben sind sie. Na? Gib auf! Greift an! So. Unzufrieden mit dem Lohn? Seid guten Mutes! Ich bin was? Hit uns? Kunst kein Geld. Und George Washington wollte das Präsidentenamt nur annehmen, wenn man ihm über einen Dollar pro Jahr bezahlte. Genau. Stets alle. Oh, kommen noch mehr. Danke. Noch ein Gegner? Sieht, glaube ich, nicht danach aus. Okay. Dann gucken wir, was wir hier haben. An Kohle. Das ist sehr gut. Ja, puh, ich muss selbst erstmal wieder reinkommen. Ja, haben wir alle kein Geld. Ist ja grauenvoll. Hier, für die Kasse. Ach ja, genau, stimmt. Wir waren ja... Elizabeth. In Ordnung. Wir waren ja in so einen Riss reingegangen, wo wir jetzt sozusagen, in eine andere Parallelwelt sozusagen gegangen sind, weil der komische Waffentyp da tot ist. Stimmt ja, ja, genau. Oh. Können wir ganz kurz mal plündern. Das ist natürlich die Frage, müssen wir hier rein? Nee, er sagt woanders lang. Okay. Aha, da hoch. Okay. Einige sind unzufrieden mit ihrer Rolle hier bei Fink Industries. Aber ich sage euch, jedes Lebewesen hat seinen Platz. Hätten sich die Pharaos in Ägypten auf ihre Pyramiden stellen können, hätten die Israeliten nicht die Steine. Wir können doch, glaube ich, das irgendwie umstellen. Das wäre gemacht. Was, genau. Hätten die Chinesen nicht ihnen gelegt? Also, die Geschichte wird auf dem Rücken von Männern wie euch erbaut. Jetzt können wir nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Falls du Fragen hast, nur zu. Fragen worüber? Meinen Finger. Ich, sorry. Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Ihr Makel mit dem Finger? Eine Garantie? Okay.
Wir haben schon Zeit für all den Tag. Los. Aber klar. Oh, ich sehe ihn. Öffnen. Schon dabei. Du hast keine Chance. Auf den Boden. Dort hinten, da drüben. Nächste Worte. Öffnen. Aber klar. Na los, Randa! Er ist verschwunden! Ich reiß dir die Gedärme raus! Was? Wo denn? Oh, Mist. Okay, ganz kurz. Was sehen wir denn? Wir haben das Pferd. Wir nehmen, glaube ich, den Blitz wieder, ha? Hier, bitte! Danke. Wo ist der hin? Okay. Dich habe ich gekriegt. Oh. Zerfallen. Okay, Waffengeschütz. Was hätten wir sonst noch gehabt? Ah, hier ist noch was. Apfelgesundheit. Oh, dieser Husten ist extrem gerade bei mir. Okay, wieder vollgeladen. Sehr schön. Das ist, ach so. Verbesserung für die Waffen. Die nehme ich jetzt mal nicht mit. Ich tue jetzt auch nicht den... Na? Ja, hier. Dass ich das Geld raushole. Wir werden jetzt mal hier einfach mal ein bisschen rumlaufen. Ein bisschen vorangehen. Schrotflinte? Oh. Ah ne, halt, die Schrot wollte ich nicht tauschen. Die behalte ich mal hier. Alles voll. Achso, das ist der Dietrich. Ihr Geld? Immer. Dankeschön. Stimmt ja, die war einiges auf uns sauer gewesen. Nee, Schrotflinte will ich nicht haben. Und das Gewehr behalte ich auch mal. Sicher, sicher. Okay, dann fahren wir mal weiter. Achso. Wir sind schon im nächsten Gebiet. Okay. Dieser Husten tut mir wirklich echt leid. Ja. Ich versuche den echt so lange wie möglich rauszudrücken. Du hältst mich wohl für so eine Art Freak. Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Ich muss lächerlich wirken. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst? Gut. Okay. Das ist es, was sie wollen, Brüder. Ihr sollt so hungern, dass die Kraft nur zum Betteln reicht. Ihr sollt so unwissend sein, dass ihr eure Probleme nicht lösen könnt. Ihr sollt hinter dem allmächtigen Silver Eagle herlaufen, um alles kaufen zu können, was ihr euch andrehen... Fink ist schuld am Zustand dieser Leute. Aber vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Wir könnten direkt zu der Polizeistation gehen. Oder wir sehen uns in der Bar um. Was meinst du? Naja, wir gucken uns in der Bar um. Hau ab, du Dieb, verdammte! Hey! Allerdings wollte ich das jetzt gar nicht. Ja, machen wir jetzt die... Steck dir ein Messer rein!
Ach Mann, ich wollte doch nicht auf euch schießen, Jungs. Für dich gibt's keine Gnade. Danach, nein, wir gehen erst da runter. Comstock muss sterben. Ja. Setzt ihn da fest. Aus der Nummer kommst du nicht heraus. Ich hab noch nichts. Munition, hier. Okay. Ich glaube, ich hätte das nicht klauen sollen. Das war, glaube ich, damit gemeint. Oh, was glänzt denn da? Was ist denn das? Ach so, das ist für das Maschinengewehr hier. Ach so, haben wir ja schon. Okay, wir gehen mal in die Bar rein. Hi. Nicht auf mich schießen. Oh. Ich glaube, der hat falsch gespielt. Noch ein Dietrich nehmen wir gerne mit. Whisky trinken? Nee, brauchen wir nicht. Wir haben Gesundheit alles voll. Was denn? Bier? Gesundheit minus Salz. Okay. Hi Leute. Wir gehen mal zu denen hin. Können wir mit ihnen reden? Nee. Elektrizität. Blitze und Funken in Flaschen. Zeus sieht es voll nein. Wir gehen mal einfach hinten rein. Auf die Gefahr, dass wir gleich angegriffen werden. Nein, mit den Kleinen können wir nicht reden. Schade. Spiel Hallo. Auf der Gitarre. Eine Gitarre. Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky. In the sky. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sowas kommt. Kann sie noch mal singen? Booker, da drüben ist ein Lockpack. Ein Lockpack? Ja, nochmal zur Tonaufnahme. Ah, Schlüssel. Okay, bevor wir da weitergehen, hören wir uns ganz kurz mal das Tonbandgerät an. Nochmal. Wenn man gezwungen wird, in den Untergrund zu gehen, dann sieht man die Dinge von unten. Und unten, auf dem Boden der Stadt, sah ich Feuer brennen. Und Feuer erzeugt Hitze. Aber es hat keinen Mund. Daisy. Nun, sie hat ein Mundwerk, das für alle Feuer Kolumbias reicht. Okay. Ich wollte es nur nicht weiterrennen, nicht, dass jetzt hier irgendwas passiert. Aber anscheinend wohl nicht. Okay. Lockpicks haben wir. Eine tote Ratte. Aber schön das Gesinge von ihr. Fand ich sehr nett. Kann man irgendwie mit irgendeinem hier reden oder seid ihr alle mundtot? Okay, ich lasse euch mal in Ruhe. Wir haben nur noch Sie. Bitte, helfen Sie. Okay.
Achso, sie tut waschen. ja. Es ist ihr Zuhause. Wer, wenn nicht sie, soll es schützen? Los, mach! Beeilung! Schlag zu! Los! Fester! Schlag fester! Drüben ist ein Riss. Elizabeth! Bitte sehr. Ich hab Messalien! Aus dem Weg! Okay. So geben wir den Leuten mal ein bisschen Essen. Das ist auch sehr schön. Nee, schade, dass man mit ihr nicht reden kann. Das ist sehr schade. Liegt da oben irgendwas? Ja, Taschen leer. Achso. Dann gehen Sie lieber weiter. Okay. Ich kann leider kein Geld hingeben. Ich verstehe das nicht. Warum werden manche wie Menschen behandelt? Und andere wie Tiere? Ja. Unten gibt es jede Menge Orte, wo es ganz genauso abläuft. Wie bei Wounded Knee. Ja, wie bei Wounded Knee. Wir müssen da hoch, okay. Ich schau noch mal schnell hier in die Ecke rein. Tomaten-Dinger werden hier angepflanzt, okay? Das sind eine Stacheldraht. Kann man die hier irgendwie befreien? Nee, leider nicht. Schade. Okay. Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung. Okay. Okay, wenn du an der oder von einem Skyliner springst, wird deine Waffe nachgeladen. Aha. Anlegen, eine Ausrüstung nehmen. Nehmen wir nur die mit. Was? Da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Wir haben ihn zertreten wie eine Laus und haben uns seine Geräte geholt. Macht euch klar, Soldaten. Die Vox und Waffen sind wie Feuer und Schießpulver. Ein Funke und es gibt eine unkontrollierbare Explosion. Nur die Ruhe. Alles in Ordnung hier. Okay, dann doch nochmal hoch. Hinterher! So, schnell da hoch. Und wo ist... So. Okay. Tot. Du hast keine Hilfe. So. Geht auch so. Dein Kopf ist voll. Wo ist die denn? Wow. Dein Ende naht. Okay, dann mal los. Ich wusste es. Da. Okay. Oh,
überall welche geschossen. Was haben wir hier? Medikits, okay. Ich kann nichts finden. Macht nix. Ich weiß nicht, wo ich gerade hinspringe, muss ich echt zugeben. So. So. Okay. Da hinten ist noch einer. Das sehe ich gerade. Für die Familie! Hast du die Hose voll, Junge? Ja. 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 Seht ihr ihn? Ja. Okay, ab rüber. Geht der hier auch? Schade. Okay. Quetsch dich wie ein Insekt. Na. Okay. Nagelt ihn fest. So, auch erwischt. Okay. Halt. Oh. Hä? Von wo schießt der? Ich stech dich ab. Was? Okay. Ihr werdet alle sterben! Puh, jetzt muss ich erstmal hier langfahren, erstmal in die Ruhe. Hängen! Hier, Munition! Drucker, hier! Danke! Was haben wir hier? Präzisions. Elizabeth! Hier! Ach so. Es gibt kein Entkommen! Wo ruft die denn? Puh. Du wirst brennen! So. Jetzt muss ich mal gucken, was hier ist. Okay, eine riesengroße Bärenfalle. Tja, Fitzroy. Gerissen sind sie. Das muss man ihnen lassen. Ich habe hier oben ein paar Bärenfallen entlang der Skylines aufgestellt. Wollte einen von ihren Kurieren bluten lassen, bis er sie verpfeift. Aber sie nehmen jetzt natürlich Kinder als Kuriere. Jetzt ist da dieser Indianer-Knirps und sieht mich mit großen Augen an. Musste ihm ein Bein abnehmen. Das verdammte Ding liegt ja einfach zwischen uns rum. Wenn er wenigstens heulen würde oder irgendwas. Okay. Die Blutspur endet auch jeweils anders.
ab hier runter. So. Ich stimme wieder Gatling an, auf jeden Fall. So. Das muss ich jetzt aufmachen. Bitte sehr. Dankeschön. Ach ja, Bereich verlassen. Naja, dann ab rein da. Mal gucken, wie lange die Folge diesmal wird. Ruckel am Anfang. Okay. Also das wird gleich ein... Ich glaube, wir werden hier gleich eingesperrt sein. Okay. Wir durchsuchen natürlich erstmal alles. Ah, nein, 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 nein. Das wollte ich doch gar nicht machen. Das tun wir mal hier nicht anschauen, so ein Quatsch. Oh. Okay, hier gibt es sonst gar nichts. Sieh einer an. Ich weiß nicht, soll ich... Ein Lockpick sollten wir mitnehmen. Oh, danke, das habe ich echt übersehen. Lockpacks sind immer gut. Und hier drüben, können wir hier irgendwie noch was nehmen? Nö. Okay, dann gehen wir weiter. Endstation für dich! Na dann. Okay! Okay. Was ist schon ein Leben verglichen mit dem Glauben? Nein! Es war ein Roboter! Ernte, was du gesehen hast! Achtung! Danke! Für den Glauben! Er ist weg! Freundlichkeit. Der Herr urteilt! Ich handle! Nicht. Locke, denn der Tod hat. Das ist deine Schuld. Hier, Booker. Du lässt mir keine Wahl. Puh. Okay. Nee, halt. Doch, wir tun jetzt doch nochmal Blitz nehmen. Puh. Keine Munition mehr. Schnell nachladen. Geht nicht. Okay. Weiter geht's. Schnell alles durchplündern hier. Okay. Gibt's wieder eine Revolver? Das ist Unsinn. Oh, eine weitere Kiste. Wir nehmen auch unsere Gesundheit. Perfekt. Und hören uns das an. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's, mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Schade, das Gewehr kann ich nicht mitnehmen. Aber na gut. So, Leben haben wir. Geben wir auch noch mehr Schutz.
Und das hier, mal gucken. Nahkampf, Exekutionen haben eine 65%ige Chance, Gesundheit zu verleihen. Okay, nur Ausrüstung nehmen, nicht anlegen. Da können wir auch sonst nichts machen. Nein, danke, Elisabeth. So. Gucken wir mal, was hier unten noch gibt's. Ne, der Tresor ist schon aufgebrochen gewesen. Ja, Munition ist schon mal sehr gut. Oh, was haben wir hier? Los, mach! Geht klar! Aha! Geil! So holen wir uns der Gatlinger. Das ist voll. Entschuldigung, ich wollte dich nicht wegschubsen. So, sonst gibt es hier nur noch die Treppe. Wohin müssen wir überhaupt? Wir sollen runter. Dann gucke ich schon mal oben schnell nach. Da waren wir drinnen. Achso, die Umkleide. Ja, gibt's hier? Nee. In den Räumen gibt's hier nix. Schade. Waschbecken benutzt. Achso. Okay. Das heißt nur noch runter. Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Oh, das sind die. Super. Hilf mir mal mit dem Schloss. Mal sehen. 16 hatten wir. So. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Das kann sie. Hoffentlich. Aber es ist natürlich ein Aufstand, den sie da macht. Eine Rebellion. Ja, bevor wir da hingehen. Käferbeifall tot. Ich durchsuche hier alles. Ach, aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Was ist das? Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt, in der Werkstatt sein. Locker, wenn wir diesen Riss betreten. Ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Ja, naja, da steht ja schon, öffne den Riss. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, wir müssen es machen. Das ist der zweite Riss. Wir sind schon in einer Parallelwelt. Ja. Und jetzt tun wir die nächste Parallelwelt machen. Okay. Tja, das hat irgendwas bewirkt. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Burka, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Okay. Sie war immer noch tot. Und was ist hier dann drin? Okay, nee, hier hat sich nichts geändert. Na gut. Auf jeden Fall, jetzt werden wir hier angegriffen. Die Vox kommen.
Okay, einen Moment. Die schreien ja schon alle. Lockpicks. Alles voll, alles super. Okay. Hören wir uns noch das Tonband an. Abends haben sie sich oft heftig gestritten. Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin. Spürst du es? Daisy hat diese Menschen erreicht. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Okay, können wir nichts mehr hören. Ich weiß nicht, ob ich den töten soll oder nicht. Ich lasse das mal lieber. Da vorne steht eine Bombe. Also, da ging schon eine Menge los. Okay, hier ist sie. Also die Wumme ist schon mal kacke. Okay, die sind frei. Sie sind Booker DeWitt! Der Held der Vox! Verdammt, was reden die da? Was? Sieh mal das Plakat. In dieser Welt bist du ein Held. Ich weiß noch, ich führte die Vox. Ich, Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Booker, deine Nase. Sie blutet. Ich kann kaum denken. Ich habe zwei Erinnerungen an dieselbe Booker, Sache. Komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Und wir verschwinden von hier mit der First Lady. Los, komm. Oh. Ja, es war klar, dass wir das machen. Wo lang müssen wir überhaupt? Dachten? Okay. Gucken, haben die noch was? Auch leer, ha? Okay. Ja, eindeutig. Booker DeWitt, starb für diesen Tag. Ihr war es, der mit einer Stimme für das Volk sprach. Es ist Zeit, seine Mission zu Ende zu bringen. Für Booker DeWitt und die wahre Stimme, ihr Ziel zu
Wir brennen sie nicht nur nieder. Wir reißen sie mit den Wurzeln aus, um sicher zu gehen. Okay. Ich gucke noch mal schnell ganz kurz rund in die Kneipe. Und Cheese! Cheese! Okay, für das nächste Daumen hoch. Zum Schießen. Ein tolles Foto. Samuel, wenn die Wut durchbricht, möchte ich, dass du diese Aufnahme abspielst und daran denkst, dass ich unendlich stolz darauf bin, deine Ehefrau gewesen zu sein. Sie sagten, deine Seele wurde von den Dämpfen in dieser Metallbox erstickt. Aber das glaube ich nicht. Bedenkt, dass einer euch, wir treffen uns eure Kinder, am Ufer der Ewigkeit, beide unversehrt und lächelnd. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ah, ich habe gehofft, dass ich jetzt nochmal spielen kann. Aber ich glaube, hier gibt es nichts. Wann ihr esst, wann ihr schlaft, wann ihr steht und wann ihr sitzt. Ich dachte, hier hätte irgendwas sich geändert. Deswegen. Seid ihr keine Menschen, sondern ihr seid Werkzeuge. So. Oh, Sprengstoff. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Ja, danke. Dass ihr auf die falschen Dinge achtet. Und das hier? Sie wollen euch vom Wesentlichen ablenken. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Eigentlich kein übler Plan. Nur das Mädchen war nicht mehr da. Monument Island ist eine verdammte Geisterstadt. Anscheinend hat man sie fortgebracht, als man von meiner Ankunft erfuhr. Ein alter Freund sagte mir, Comstock hat sie in seine Festung verlegt. Für einen Einzelkämpfer ist der Job damit kaum mehr zu stemmen. Also, DeWitt, was jetzt? Okay. Stimmt, ich habe sie ja aus dem Turm befreit und das heißt, in der Welt ist sie ja gar nicht da gewesen. Alles konfus, total konfus, die Kacke. Okay, wir machen Folgendes. Wir machen hier erstmal Feierabend, weil ich glaube, wenn wir jetzt hier gleich mit dem Fahrstuhl fahren, geht es nämlich dann weiter. Ja. Und ich verabschiede mich erstmal hier von euch. Von dieser ersten Folge wieder. Seit 3 Wochen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und erstmal ciao, ciao euch.